Nur noch aus dem Gebiet entkommen und verstecken. Wow. Ich wusste gar nicht, dass es sowas geht hier. So, verstecken. Oder zählt das nicht als das Gebiet? Wo soll ich denn ganz hin? Gehen wir Richtung Schiff. Besseres Verstecken kenne ich jetzt nicht. Oh, eine Katze. Oh, so süß. Eine schwarze Katze. Jetzt habe ich Pech. Als ob. So, jetzt haben wir eigentlich auf der Liste von den ganzen Templern eigentlich nur den Taurus, den alten Mann, ne? Alle anderen müssten wir jetzt haben. Ah, okay. Jetzt zum Assassinenbüro. Okay. Das kann ich. Kann ich eine Schnellreise hinmachen irgendwie? Jo. Kann ich nicht. Okay, ist nicht verfügbar. Warum denn auch? Wäre jetzt so einfach, ne? Huch. Auf einmal stehen da einfach irgendwelche Leute. So, jetzt habe ich keine Verfolger mehr. Auch relativ ruhig dafür, dass es stürmt und gewittert und regnet. Eigentlich müsste man da ein paar Soundeffekte hören. Wir hörten, dass Torres die Stadt verließ. Wen habt ihr verfolgt? Auf dem Gefäß stand Torres. Es enthielt aber das Blut seines Sekundanten. Wo ist er hin? Am Morgen verließ er den Hafen. Westlich, entlang der Küste. Das Observatorium. Folgen wir ihm? Benachrichtigt Atabai. Torres sitzt in der Falle. Okay. Na dann, auf. Ab zum Observatorium. So, sprich, irgendwo nach da unten hin. Da. Machen wir hier eine Schnellreise. Und dann ist es nicht mehr weit bis zur Insel. Ja, keine Ahnung. Ach so. Warum bringst du es ihm und riskierst es zu verlieren? Er soll wissen, dass ich es habe, bevor er stirbt. Edward, unsere Bucht wird von einer Flotte blockiert. Oh nein. Das sind Torres und seine Männer. Und was genau gedenkst du nun bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Na dann. Wenn sonst nichts ist. Das kann ich. Vorbeisegeln? Easy. Easy Mode. Das ist tatsächlich sogar einfacher, als ich es gedacht hätte. Ich dachte, da wären vielleicht ein paar mehr Schiffe halt irgendwie mir im Weg und würden mir sagen so, hey, hallo. Torres. Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Wie Rogers und Tornigos. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen kann. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich. Und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. Okay. Na dann. Ab an die Küste. Hey,
So, was sollen wir mit gefangenen Hüter? Die sollen wir befreien? Ich glaube, es hackt. Wie, du kommst mit? Ich hätte Soldaten und dergleichen erwartet. Ja, ich auch. Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Wäre es nicht besser, wenn sie halt irgendwie an Bord bleibt? Ist er nicht ein bisschen zu auffällig? So mit den schönen roten Haaren und so. Und mit den anderen schönen Dingen. Und generell? So. Auf zum Observatorium. Irgendwie. Soldaten da vorne. Was sollen wir tun? Okay, ich sehe keine Soldaten mehr. Sie springt einfach auch hier drauf, warum auch nicht. Sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Einfach immer den Leichen folgen. Das ist das Beste, was man tun kann. Ist doch wirklich, ne? Keiner da in Kanada. Da ist einer. Ich korrigiere, da war einer. Vom Krokodil vermampft. Okay, und jetzt kommen wir in ein Sperrgebiet. Da wird es bestimmt ein paar mehr Soldaten geben. Ist ja auch ein bisschen feurig. Eieiei. Alles in Brand gesteckt, ja? Aber warum? Warum muss man denn gleich alles anzünden? Man heißt doch nicht Mammut. Irgendwo sind hier doch Leute. Oder sind die unten? Sind unten. So. Wir bleiben hier in Deckung. Okay. Da. Okay. Euch können wir mal befreien, weil ich euch gerade mal sehe. Aber mehr gibt es nicht. Mama ist so ein Krach im Wasser. Mann, oh. Das hört doch jeder. Okay. Können wir hier einfach weiter, ohne dass wir großartig gesehen werden. Erzähle es dir, wenn wir fertig sind. Ja, nee. Also, ich hätte tatsächlich mit ein bisschen mehr Widerstand gerechnet. Oder aber er hat einfach keinen Widerstand mehr, weil ich schon alle getötet habe. Alle. Ist noch weit. Nee, da vorne ist der Tempel. Heilige Mutter Gottes. Ist
der Ort, den wir gesucht haben? Yep. Ei. Okay, gehen wir rein. Halte hier Wache. Niemand darf mir folgen. Bereit für noch ein Dutzend Kämpfe. Ei. Aber nur ein Dutzend. Oh, schön. Wow, okay. Okay. Guten Tag. Was geht ab? Oh, jetzt sind es nicht mehr seine Beine. Schreit er zumindest nicht mehr. Hat auch Vorteile. So. Okay, wie komme ich jetzt da gescheit rüber? Indem ich kletter. Oder? Ist das tatsächlich eine Art Kletterrätsel? Okay, da muss ich gleich hoch. So. Einmal darüber. Und nochmal hier. Nochmal da vorne. Wow! Okay, ich bin da. Wer noch? Wackel doch mal nicht so, Umgebung. Okay, das wird so nix. Dann erledigen wir halt euch. Erstmal. Und dann gucken wir, wie wir an Torres rankommen. Boah, der wackelt aber auch. Einmal hier. Aber einmal da, einmal weg hier. Und ich muss hier weg, 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 weg. Okay. Mitten zwischen die Beine gepfeffert und nichts getroffen. Hallo, wackel nicht. Oh. Ich treffe ihn nicht, okay. Ja, dann halt nicht. Ich bin da ja nicht so, ne? Jetzt aber. Ups. Okay, Torres. Ich bin so gut wie da. Okay, so viel zum Thema. Ich bin so gut wie da. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Wir hätten das hier ruhig mal stabiler konzipieren können, ja? Zumindest ein bisschen. Ups, so nicht. So ja mal gar nicht. So, der ganze Alarmmechanismus ist jetzt wahrscheinlich halt in Gang getreten. Entweder halt, weil wir das Observatorium quasi mit uns führen. Oder aber... Weil... Ja, warum ist er nicht weitergeklettert? Weil Roberts tot ist. Oder weil Roberts nicht dabei ist.
und sie die Tür irgendwie gewaltsam geöffnet haben oder so. Ja, ja. Irgendwie sowas wird das wahrscheinlich sein. Ja, jetzt klettert er weiter, warum auch immer. So, was geht hier ab? Wo kommt das hier durch? Durch den Schlitz da. Okay. Wow! Okay, ich wusste jetzt nicht, dass er gleich schon darüber springen will. Das, ist unglücklich gelaufen, sagen wir es mal so. Hallo? Hallo, kletter da rüber. Boah, beweg dich! Ist doch nicht wahr, ey. Wirklich. Manchmal gibt es so Momente, wo du einfach nur den Kopf fassen kannst und denkst so, WTF, was willst du von mir? Und rüber. So, haben wir es jetzt? Das wäre schön. So, jetzt nur noch die ganze Sprungpassage bis nach da hinten überleben, ja? Also, nur noch. Oder muss ich jetzt hier klettern? Hier muss ich nicht. Doch, da muss ich klettern, okay. Das kriegen wir aber auch noch hin. Wir hätten die Macht übernehmen können. Ja, ja. Als ob. Hier, stirb einfach. Captain Kenway. Immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übelwett, als ich selbst je beging. Und daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Torres hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Etzavoltes utupila. Ka venen. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als sie zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Da
Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich, aber erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Ja. Achso. Ich würde schon sagen, ne, im Hintergrund, da wabert noch irgendwie das Licht. Vorne ist aber alles eingefroren. Aber was ist das? Was ist das für ein Schreiben? Und wer ist eigentlich Paul? Es darf ruhig weitergehen. Ich habe damit kein Problem. Will aber nicht. Mal wieder einer von den Ladebildschirmen, die länger sind, als sie eigentlich sein sollten. Keine Ahnung. Ah, es geht weiter. Aufwachen. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Nicht in dieser Epoche jedenfalls. Ich wünschte, ich könnte das alles erklären. Aber es bleibt nicht viel Zeit. Die Kurzfassung ist, du hast meine geliebte Juno gesehen. Und für einen Moment dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen. Aber irgendwas ging schief. Und jetzt ist sie wieder da draußen, ziellos. Oh, sie war absolut hinreißend. Aus einer Rasse wildschöner, wunderbarer Kreaturen. Sie haben euch erschaffen. Wusstest du das? Dein Volk war nur ein Werkzeug für sie. Das ist alles, was ihr war. Alles, was ihr je sein solltet. Nicht mehr lang, hoffe ich. Denn die Welt ist schon fast reif für ihre Rückkehr. Vernetzt. Bereit für ihr zweites Kommen. Oh, oh, da kommen sie. Diese Templer. Oder vielleicht die Assassinen. Idioten. Alles ab! Ich beneide dich. Es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße. Es war ihr Experiment, das meine Wiedergeburt ermöglichte als eins von diesen Dingern. Und bleiben! Auf den Rücken legen! Sofort! Er ist bewaffnet! Führe mich in das Grau, Geliebte! Ich bin dein Instrument! Waffe fallen lassen! Runter damit! Weg mit der Waffe! Sicher, sicher! Prüf den Puls! Er verblutet! Check das Opfer! Sind Sie okay? Können Sie mich hören? Hallo, sagen Sie etwas. Sind Sie okay? Nee, sieht das so aus? Sie sind wach, Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Können Sie aufstehen? Wollen wir mal gucken? Gut. Versuchen Sie zu laufen. Funktioniert. Ich kann meinen linken Stick noch bewegen. Der Doktor war hier. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das Mittel in der Spritze war weit, weit unterhalb der tödlichen Dosis. Das alles okay. Tut mir so furchtbar leid. Einfach alles. Unsere Beweise wiesen alle auf Sie. Dabei ging alles von John aus. Gott, was er alles auf seinem Rechner hatte. Was immer Sie brauchen, Sie bekommen es. Das war wirklich gute Arbeit. Ich habe nichts gemacht. Wo wir davon sprechen, unser Trailer ist fertig. Wollen Sie ihn sehen? Das schulde ich Ihnen. Ja, dann mach mal. Das hätten wir. Er ist jetzt in Ihrer Datenbank. Sie können ihn hier ansehen oder im Animus.
Sie werden ihn mögen. Er fängt tatsächlich den damaligen Zeitgeist ein. Bis bald. Und nochmal. Vielen Dank. Ja, bitteschön. So, wo ist jetzt der Trailer? Wenn Piraten die Weltmeere beherrschen, erkennen diese Männer, nichts ist mehr heilig. Und die ganze Welt dreht sich nur um Rum. Beute und Frauen. Hola, Ladies. Diesen Sommer brechen sie mit Abstergo Entertainment zum Abenteuer ihres Lebens auf. Schärfen sie ihre Entermesser, polieren sie ihr Holzbein und segeln sie mit den Teufeln der Karibik. Die Altersfreigabe steht noch aus. Yay, das sind ja mal Trailer, yay. Okay. Okay, zum Animus kann ich jetzt zurückkehren. Vielen Dank. Okay, was haben wir denn hier? Eine von den weiteren Haftnotizen. Stimmt, die Haftnotizen haben wir gar nicht alle, ne? Unser Zweck kann nicht von allein erfüllt werden. Unser Zweck kann von uns nur empfangen werden. Durch ihre Gnade und Anleitung Tod den falschen Verkündern von Freude und Trägheit. Die alte Ordnung muss wiederhergestellt werden, die neue Ordnung zerstört werden. Wahre Templer widmen sich der Ordnung und Stabilität und dem Frieden durch Anwendung ihres eisernen Willens. Und nicht durch die abstumpfende Zufriedenheit, die Vergnügen und Trägheit verschafft. Okay. So, können wir nochmal gucken, ob wir irgendwo noch hier was finden, wo wir jetzt noch nicht gewesen sind. Hier waren wir ja drin. Aber ich meine, es gab irgendwo noch was, wo wir noch nicht waren. Hier waren wir, da waren wir. Hier haben wir auch alles abgesucht. Da ist noch einer. Haftnotiz Zette 5. Die Maschinen, die wir erschufen, formten im Gegenzug uns, fesselten unsere Impulse und unseren Verstand, so klein er auch ist, und packen uns wie eine eiserne Jungfrau, die uns ausbluten lässt. Es war das mangelnde Verständnis unserer Herkunft, das uns Werkzeuge erschaffen ließ, die wir weder verstehen noch kontrollieren konnten. Als wäre die Baumwollenkörnungsmaschine nicht genug und als müssten unsere Pullover und Unterhemden eines Tages anfangen, mit uns zu reden. Als wäre das alles nicht genug. So, was fehlt jetzt noch? 1, 2, 4, 5, 6 fehlt. 10, 11. Da fehlt noch einiges. Okay. Also, ich gehe davon aus, es sind irgendwie 20 Haftnotizzettel. Von den 20 habe ich etwas mehr als die Hälfte. Da ist noch einer, guck mal, was ich alles übersehen habe. Haftnotiz 16. Denken Sie daran, dass unser unermüdlicher, unverfrorener, hohler Antrieb, all das zu erreichen, was unsere Vorfahren erreicht haben, zu vielen Verlegenheiten und Katastrophen geführt hat, zu Atomwaffen, Superviren, genmodifizierten giftigen Essen, verschmutzter Luft und Plastikschwämme im Meer, und die Liste geht noch weiter. Sie können es im Internet selbst nachschlagen, aber all das hatte am Ende auch einen geheimen Zweck. Ach, ist das so? Ein geheimer Zweck.
Na, ich bin ja skeptisch. Okay, hier ist der Fahrstuhl. Immer noch Räumlichkeiten, wo ich glaube ich noch nicht war. Oder vielleicht schon war und nicht gründlich geguckt habe, das meine ich. Ja, da ist noch so ein komischer Drucker. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts, was ich übersehen hätte. Da ist eine Dreiertür, die mich aber auch nirgendwo hinführt. Ich kann hier was machen. Okay. So. Das ist so hoch. Da. So, und was schalten wir jetzt hier frei? Okay. Irgendwo, wo ich mich wieder durchmogeln muss, ja? Ups. Ups. Mist. Doppelmist. Nein, doof. Bäh. Okay. Das war ja schon fast schwierig. Anfängliche Nachforschungen in das Leben von Radon Hagedon konzentrierten sich auf die Zeit seiner späten Jugend bis in seine frühen 30er. Aber unsere Forscher blieben unbeeindruckt von seiner ruhigen und stoischen Art, gepaart mit extremen Wutausbrüchen. Dies war nicht die Art Führungsperson, die wir unterstützen wollten. Wir entschieden uns daher, in seine frühe Kindheit zu tauchen, in der Hoffnung, dass Szenen des vorkolonialen Amerika mehr Anreiz bieten würden. Wie man hier sieht, existiert ein gewisser naiver Charme, eine Unschuld bei diesem Jungen. Leider haben unsere Forscher den Eindruck, dass die Geschichte des jungen Mannes äußerst problematisch ist. Erstens, die Omnipräsenz der Mohawk-Kultur, die nicht das Gleichgewicht aufweist, die ganze Geschichte Amerikas zu erzählen. Und zweitens wäre die Sprache der Mohawk für viele unserer Kunden sicherlich ein Hindernis. Daher glauben wir, dass obwohl Radon Hagedons frühe Jahre für unsere gebildeteren Kunden von Interesse sein mögen, es unwahrscheinlich ist, dass diese Geschichte eine breite Masse anspricht. Sie ist dem normalen Publikum zu fremd. Unser Team empfiehlt auch hier ein Nein. Okay, eine Marktstudie. Ist ja interessant. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Marktstudien, die ich bisher nicht gesehen habe für die anderen Assassin's Creed-Spieler. Oh, aber computermäßig habe ich ja auch nicht so viel hier hacken können oder habe es nicht gefunden oder so. Ist halt, ne? Ist ja auch, ne? So der Teil von Assassin's Creed, den ja immer niemanden interessiert. Hier sind neue Figuren aufgetaucht. Interessant. Gut. Gehen wir zurück in unser Animus und dann mal gucken, was Edward Kenway denn da noch für einen Brief erhalten hat. Von den Assassinen. Ein Brief, der vor einer Woche angekommen ist. Great Inagua, unsere Pirateninsel. Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn La'ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet. Bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort.
Guten Abend, Anne. Edward? In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein, ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Bug! Engländer! Es sind Engländer! Wo ist mein Ejector? Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, bist du auch ein guter Vater. Wie so ein Hals durch die Klamotten durchguckt. Oh, the money that I had, I spent it in good company. And all the harm that I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that ere I had. Tja, da kam ihn einfach seine Tochter besuchen. Und er geht mit seiner Tochter auf See, ja? Alle Segel, Bewegung! Ja, das war Assassin's Creed 4. Das bisher wirklich beste Assassin's Creed, das ich bisher gespielt habe. Auch wenn ich die ganze Sammelei so ein bisschen nervig empfand und ein bisschen auch unnötig, und ich fand ja auch, es hat mir halt so ziemlich nichts gebracht. Ich meine, klar, so ein bisschen Geld halt auch zum Aufwerten vom Schiff und so, aber ja. So letztendlich hätte ich mir vieles halt auch einfach sparen können. Weil es halt nichts gebracht hat. Weil was bringt es einem jetzt letztendlich, dass wir halt die ganzen Fragmente auch eingesammelt haben. Ich meine, wir haben damit irgendwelche Animus-Cheats halt freigeschaltet, die du halt noch nicht mal wirklich effektiv verwenden kannst, sondern einfach halt, der zählt ja dann nicht mal als Abschluss der Mission oder so, wie ich das richtig verstanden habe. Du kannst ja damit nicht mal richtig das Spiel durchspielen, sondern ist einfach just for fun. Vater, konntest du schon immer ein Boot segeln? Die Jackdaw ist ein Schiff, Jack. Kein Boot. Aber hast du es denn gekonnt? Nein. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Als du Mom. Ich hab deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sprachst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß. Sondern für uns. Damit sie versorgt ist. Und ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst. Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst. Wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe, es wäre. Nun, du hattest zu tun. Da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen.
Ja, es ist halt nur die Frage. Boot? Ich sehe kein Boot hier. Du etwa? Ich meinte Schiff. Das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na, dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeugboot. Das, mit dem ich immer baden gehe. Das hast du sehr klug beobachtet. Die Frage ist, warum kriegen die Assassinen einen Brief von der Familie und so? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr. Doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Glaubst du, wir sehen einen Wal? Ja, das ist sehr gut möglich. Hm. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Auf jeden Fall. Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Ich sag dir was, Jack. Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! Da, ein Wal. Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon, sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Heather? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei White's. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt. Ja, und wer ist jetzt die Mutter? Die neue Mutter, seine neue Angetraute. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, ne, worauf ich halt hinaus wollte. Viele Sammelagen im Spiel haben halt überhaupt nichts gebracht. Und ich glaube nicht, dass ich das in herkömmlichen Assassin's Creed Spielen wieder machen wollen würde. Vielleicht halt später bei Origins oder Odyssey. Mal gucken. Das muss man halt dann abwarten. Egal. Nächstes Assassin's Creed Spiel, das wir halt dann angehen werden, ist erstmal Freedom Cry. Was quasi auch ursprünglich das DLC hierzu war. Aber halt erst nach einer gewissen Zeit wieder. Und dann gehen wir irgendwann über zu Assassin's Creed Rogue und Unity. Yay. Und dann schickt, glaube ich, schon Syndicate an und dann... Mal gucken. Und dann wollte ich eigentlich zwischendurch noch irgendwann Assassin's Creed Chronicles machen. Ah ne, nach Syndicate kommt Origins, nicht Odyssey. Meine Güte. Ja, und irgendwo dazwischen halt Chronicles. Mal gucken. Irgendwie. Und wann und wo und... Ja, da haben wir bald, in Klammern TM, die komplette Assassin's Creed-Reihe auch mal durch. Bis auf das halt, was noch irgendwie mal kommen wird in den nächsten Jahren. Ja. Also es war auf jeden Fall ein spaßiger Teil. Der bisher beste Teil, meiner Meinung nach.
Und ja, muss man halt mal gucken, was da halt so die nächsten Teile dann halt so bringen und wie sie werden. Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle bei allen, die hier zugeschaut haben. Wir hören und stören uns dann, denke ich mal, beim nächsten Assassin's Creed, wann auch immer das kommen wird. Vielleicht schon im nächsten Jahr. Mal gucken. Und ja, bis dahin wünsche ich auch noch viel Spaß mit anderen Videos von mir und man hört und stört sich dann im Bilde, denke ich mal, wieder. Von daher sage ich jetzt einfach mal tschüss und bis denn.